Ja, erstmal herzlich willkommen auch von mir. Kurze Frage ans Internet. Könnt ihr mich vernünftig hören? Ich rede ja in der Regel eher etwas leise. Kommt das gut durch? Wunderbar. Super. Falls ich leiser werde, dann einfach kurz schreien. Ich wollte anfangen mit einer kleinen Zeitreise. Und zwar zurück ins Jahr 2010. Und eine Umfrage machen, jeden Einzelnen, vielleicht fangen wir doch von hier rechts an, einmal der Reihe rum. Das ist eine simple Ja-Nein-Frage. Das kriegen wir hin, hoffe ich, denke schon. Und zwar die Frage, fordert Gott, dass es für Gnade und Vergebung ein Opfer geben muss? Nein. Wir haben das Jahr 2010. Überleg so. Nochmal. Ja, okay. 2010 reicht nicht in der Gemeinde. Aber auch da habe ich das nicht geglaubt. Okay. Ja. 2010? Ja. Habe ich es auch nicht geglaubt. Okay. Ist Gott schon Gnade ein Opfer? Genau. Für Gnade und Vergebung ein Opfer, was dafür auch vergeben muss. Ich auch. Sehen wir nicken. Ja. Mhm. Nehmen wir mal an, das ist bei euch allen auch so. Oder wie sieht da eure Meinung aus? Ja, das war meine Wahrnehmung. Ich meine nicht. Okay. Ich war damals aber auch noch nicht wirklich gläubig, aber das war tatsächlich ein Punkt, der mich aus der Kirche rausgeschoben hat. Ja. Österreich bei euch? 2010, also ich kann nur von mir reden, ich habe das damals schon nicht geglaubt. Aha. Ich habe das noch geglaubt. Also einige haben es geglaubt. Ja. Schon interessant. Also, ich sag mal, wenn man in der Christenheit im Allgemeinen fragt, glaube ich, wird man eigentlich durchgängig die Antwort bekommen: Ja, klar, natürlich. Weil das ist einfach so ist, dass, wie man einfach auch Gott dort kennenlernt und auch im Christentum einfach generell. Eben dieser Aspekt, dass Gott halt eben gnädig und gerecht ist und dass beides halt einfach zusammenkommen muss und deswegen halt eben auch, dass es Opfer notwendig ist, damit halt eben auch dann Gnade und Vergebung irgendwo gegeben werden kann. Und es gibt dazu einen ganz interessanten Bibeltext, der das so ein bisschen auch in Frage stellt. Und zwar schlagt einfach mal auf den 1. Korinther 2, Vers 8. Denn wie gesagt, im Christentum ist es ja generell eben so, dass Kreuzestod Jesu einfach auch notwendig ist, wird als notwendig angesehen. Aber dieser 1. Korinther 2, Vers 8, der zweite Teil, sagt dann, denn wenn sie erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Wo man sich dann als Christ ja auch im ersten Moment erstmal fragt, okay, wieso hätte man den Herrn der Herrlichkeit, also Jesus, nicht gekreuzigt? Also worum geht es ja eigentlich und wer sind sie? Wenn man dann den ersten Teil liest, dann wird klar, dass es halt eben um die Obersten dieser Welt halt geht. Und wenn man noch einen Vers weiter zurückgeht, Vers 7, dann steht dort, wer dieses andere Sie ist. Und zwar steht dort, sondern wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis, die Verborgene, die Gott vor der Weltzeit zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat. Also das ist diese Gruppe von Menschen, also die Obersten dieser Welt, wenn sie Gottes Weisheit im Geheimnis erkannt hätten, dann hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt.
Frage, ob das klar ist. Denn nach normalgängiger Vorstellung heißt das dann ja letzten Endes, okay, ohne Opfer keine Erlösung. Also wie kann das halt einfach sein, dass man, wenn man dieses Gottes Weisheit im Geheimnis erkennt, dass man dann Jesus nicht mehr kreuzigen will? Weil man ja eigentlich auch als Christ generell davon ausgeht, es ist halt notwendig. Interessanter wird es dann noch, dass man ein Vers, ja. Hallo. Gut, mache ich nochmal weiter. Wie gesagt, wenn man noch einen Vers weiter zurückgeht, den Vers 6 dazu nimmt, da steht, wir reden allerdings Weisheit unter den Gereiften, aber keine Weisheit der Welt, auch nicht der Obersten dieser Welt, welchen vergehen. Was hier in diesem Vers jetzt als den Gereiften übersetzt wird, ist das griechische Wort Teleios. Und das heißt eigentlich eben die Vollkommenen. Zum Beispiel in Matthäus 5, 46 finden wir das Wort auch. Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Und das wirft jetzt, finde ich, auch den interessanten Aspekt auf, dass diese Weisheit, Gottes Weisheit im Geheimnis, von dem hier gesprochen wird, dass unter denen, die vollkommen sind, ja, dieses Verständnis von, sie hätten Christus nicht gekreuzigt, ob das da halt auch vorhanden ist, ob die das im Prinzip halt genauso gesehen haben damals. Also das heißt, wenn man das so hier versteht, dass wenn man in seinem christlichen Lauf, und das ist ja eigentlich auch unser Ziel, dass wir zu dieser Vollkommenheit in Christus halt auch heranreifen, dass man dann auch zu dieser Erkenntnis halt kommt, dass Christus, dass man ihn eben halt nicht mehr kreuzigen braucht, um halt eben auch Gnade und Vergebung empfangen zu können. Also im Prinzip wirklich ohne Opfer. Und die Frage ist jetzt an dieser Stelle, kann diese Schlussfolgerung aus diesen drei Versen so richtig sein? Das ist ja schon für uns klar, wir haben das ja schon länger studiert, dass da dieser Aspekt mit drin ist, aber für viele Christen ist das halt schon ein ziemlich revolutionärer Gedanke. Und wenn wir einfach mal weiterlesen, kann man das, glaube ich, auch noch mal ein bisschen detaillierter erkennen, dass es hier in diesen Versen tatsächlich darum geht. Vielleicht kann das einfach mal einer lesen, und zwar 1. Korinther 2, ab Vers 8 bis Vers 10. Die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat, denn wenn sie die erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Sondern es ist gekommen, wie geschrieben steht in Jesaja 64, Vers 3, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Dankeschön. Also diese Verse, gerade Vers 9, macht das auch nochmal deutlich, dass diejenigen, die halt eben in diesen Bereich der Vollkommenheit kommen, wirklich erkennen können, was Gott denen halt bereitet hat, die ihn lieben. Also in diesem Wachstumsprozess ist tatsächlich auch inbegriffen, dass man halt auch genauer versteht, was Gott eigentlich wirklich schenkt. Interessant ist, dass da auch steht, was in keines Menschen Herz gekommen ist, also was der Mensch an sich nicht wahrnehmen kann. Das kann nur der Geist Gottes zeigen. Genau, da werden wir auch noch später ein bisschen detaillierter darauf eingehen, wie das ist, zusammenhängt. Aber es ist, hast recht, Jutta, genau das ist hier auch nochmal im Prinzip mit angedeutet. Wenn man also jetzt, ich sag mal, die Christenheit so ein bisschen einteilen würde in zwei Gruppen an dieser Stelle, dann ist es tatsächlich so, dass man eine Gruppe A hat, sage ich jetzt mal. Die haben diese Weisheit Gottes halt noch nicht erkannt und sehen halt das Ganze so, dass Gnade und Vergebung möglich ist, aber eben durch den Opferdienst Jesu.
Dann gibt es eine zweite Gruppe, die Vollkommenen. Die sehen halt Gnade und Vergebung auch möglich, aber eben ohne Bedingungen. Da gibt es also nichts, was als Grundlage dafür notwendig ist, dass Gott halt Gnade und Vergebung schenkt. Die Frage ist natürlich auch, wie es in der Christenheit dazu kommen muss, dass man erstmal grundsätzlich diese Sichtweise hat, dass halt ein Opfer nötig ist. Ich meine, klar, man hat natürlich die biblische Geschichte, Jesus ist am Kreuz gestorben für uns. Aber es gibt natürlich auch Hinweise in der Bibel darauf, warum diese Notwendigkeit, es wird ja auch ein bisschen erklärt, warum diese Notwendigkeit einfach da ist. Und dazu schlagen wir mal auf den Hebräerbrief, das war Kapitel 9, Verse 22 und 23. Hebräer 9, 22 und 23, wenn man den hat, kann er bitte lesen. Und es wird fast alles mit Blut gereinigt nach dem Gesetz, und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. So also mussten die Abbilder der himmlischen Dinge gereinigt werden. Die himmlischen Dinge selbst aber müssen bessere Opfer haben als jene. Mhm. Dankeschön. Hier bezieht sich der Text natürlich erstmal primär auf das Alte Testament, auf den Opferdienst, den Gott dort eingerichtet hatte. Also dass dort eben die Reinigung entsprechend geschah durch das Blutvergießen, also durch die Opfer. Und der Text macht es sogar noch deutlicher, dass, weil das ja ein Abbild auch von dem ist, was im Himmel geschieht, von den himmlischen Dingen, dass es einfach noch sogar ein besseres Opfer geben muss als diesen Blutopfer. Und wenn wir noch mal ein Stück weiter lesen, und zwar den Vers 26, da können wir dann nachlesen, wie das Jesus halt bewirkt hat. Sonst hätte er oft leiden müssen, vom Anfang der Welt an. Nun aber, am Ende der Welt, ist er ein für alle Mal erschienen, durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzunehmen. Mhm. Dankeschön. Also der Vers macht es halt auch klar, dass eben Sünde einfach ein Ende findet, dadurch, dass Christus eben sich geopfert hat. Also diese Grundvoraussetzung, um halt wieder erlöst werden zu können, ist halt schon irgendwo auch, dass es ein Opfer halt gegeben hat. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen im Konflikt eben mit diesen anderen Texten, den wir gerade schon gelesen haben. Und das würde ich jetzt gerne so ein bisschen versuchen, weiter aufzudröseln, warum es da so diese zwei Gruppen halt gibt oder diese zwei Sichtweisen. Erstmal dazu Fragen bisher hier oder Anmerkungen von euch, wo irgendwas noch unklar ist. Okay. Dann gehen wir weiter. Wieso gibt es also diese zwei, sag ich mal, Sichtweisen, diese zwei Aspekte innerhalb der Christenheit? Lesen wir dazu einen weiteren Text. Und zwar den Römerbrief, Kapitel 8, Verse 6 und 7. Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod, und geistlich gesinnt sein ist Leben und Frieden. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist. Denn es vermag es auch nicht. Okay, danke schön. Also wie denkt ihr, haben diese beiden Aspekte, Gesinnung des Fleisches und Gesinnung des Geistes, hier auf diese Sache ihren Einfluss? Der Geist bringt ja die göttliche Gesinnung, die göttlichen Gedanken, die der Mensch sonst überhaupt nicht wahrnehmen kann. Die sind vielleicht nicht vorhanden und nicht wahrnehmbar und nicht erkennbar vom Menschen. Das ist ja das, was wir im Charakter Gottes sehen. Und solange wir das nicht erkannt haben,
Gibt es eigentlich nur diese Feindschaft gegen Gott, weil wir denken, er möchte uns was Böses. Das können wir von Anfang der Welt ansehen, bei Adam, bei Eva. Sie haben Angst gehabt. Ja, warum haben sie Angst gehabt? Eigentlich hatten sie keinen Grund, Angst zu haben, denn sie haben keine schlechten Erfahrungen mit ihm gemacht. Mhm. Haben sie nicht? Grundsätzlich mit ihm nicht, nein. Okay. Hat man es ja, glaube ich, schon so ein bisschen als Aspekt auch, dass in dem Moment, wo Eva dann diese Frucht gegessen hatte, er im Prinzip dann diese negative Erfahrung mit Gott eigentlich erst eingesetzt hat, weil sie ja gemerkt hat, oh, ich bin jetzt halt nicht gestorben, ich lebe noch. Und Gott hat ja gesagt, dann wirst du halt sterben. Das war aber, nee, hat er ja gar nicht gesagt. Klar, das ist natürlich dieses Verständnis oder Missverständnis dessen der Worte, was Gott gesagt hat. Aber so hat sie es natürlich für sich interpretiert. Genau, sie hat es interpretiert. Aber er hat nie irgendwas Böses getan. Genau, richtig. Aber das ist ja halt auch dieser Punkt, dieser Aspekt. Die Art und Weise, wie sie halt denkt, hat halt das letztlich dann auch dazu geführt, dass sie sich halt eben von Gott von abgewandt haben. Mhm. Und das ist ja auch das, was Satan an dieser Stelle halt nutzt, dass man eben die Worte eben mit der eigenen Interpretation füllen kann, die dann halt einen eben irgendwo auf den falschen Weg leiten. Aber du hast schon recht, vorher haben sie halt letztlich keine negativen Erfahrungen mit Gott gemacht. Nur diese Erfahrung selbst hat dann eben dazu geführt, dass sie negativ über Gott gedacht haben. Genau, ja. Ich denke, ich habe hier noch einen Vers dazu, der das, glaube ich, auch so ein bisschen nochmal abrundet. Und zwar ist das 1. Korinther 2, Vers 14. 1. Korinther 2, Vers 14. Das, was Jutta und Sabine jetzt schon ausgeführt haben. Ein naturhafter Mensch aber nimmt nicht auf, was vom Geiste Gottes stammt. Denn es ist ihm eine Torheit und er vermag es nicht zu begreifen, weil es geistlich beurteilt werden will. Genau. Also dieser eine Aspekt eben, dass der Mensch halt eben durch die Verführung Satans eben anders über Gott gedacht hat. Das ist der eine Teil und das andere ist halt eben, wie das dann hier ausgedrückt wird, eben das ist dann halt eben der natürliche Mensch, der dann das, was vom Geist Gottes halt kommt, halt einfach so auch nicht mehr annehmen kann und nicht mehr verstehen kann. Und das dann letzten Endes einfach auch dazu führt, dass diese Dinge, die für den, ich sage jetzt mal vielleicht auch noch den vollkommenen Menschen oder den Menschen, der halt eben auf den Geist Gottes hört, für den das eine Torheit einfach ist, weil er diese Sachen einfach nicht mehr nachvollziehen kann. Also gerade dieser Aspekt mit, brauchen wir jetzt ein Opfer, dass Jesus halt gestorben ist oder brauchen wir es halt nicht, für den Menschen, der halt fleischlich denkt, ist das halt nicht mal in Ansätzen nachvollziehbar, dass man eben auch ohne ein Opfer irgendwo Gnade und Vergebung bekommen kann. Die Frage ist halt eben, ob das jetzt ein richtiger Gedanke ist, vom geistlichen Menschen her zu sagen, nee, dieses Opfer ist halt nicht notwendig. Also hier sind zwei Aspekte, diese zwei Gruppen. Der natürliche Mensch denkt eben auf der einen Seite, es geht halt nicht, das Opfer ist halt notwendig. Und der geistige Mensch denkt, ja, das geht halt auch, es ist frei verfügbar. Die Frage ist halt eben, und das hatten wir auch schon mal so ein bisschen jetzt die Tage angesprochen, ist das Opfer Jesu eigentlich jetzt generell erstmal grundsätzlich notwendig, dass es geschehen ist? Oder hätte es auch komplett ohne funktionieren können? Und um diese Frage zu beantworten, lesen wir mal noch einen weiteren Text. Und zwar in Römer 3, Verse 10 bis 12 und Vers 23. Römer 3, 10 bis 12 und 23. Wie geschrieben steht, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten.
21 hattest du jetzt schon mitgelesen, ja. Oder? Ja. Also es ist tatsächlich einfach so, aufgrund dieses Sündenfalls, Sabine, den wir ja gerade schon angesprochen haben, ist es eben im Menschen so, dass jeder Mensch halt erstmal dieser natürliche Mensch ist, dieser gefallene Mensch, für den das halt gar nicht anders möglich ist, Gottes Gnade und Vergebung irgendwie annehmen zu können, außer eben, dass es davor eben ein Opfer gegeben hat. Also aus diesem Aspekt ist es einfach unerlässlich, dass Jesus wirklich am Kreuz gestorben ist, weil es eben nicht einen einzigen Menschen mehr gab, der dieses Geschenk hätte annehmen können, hätte annehmen wollen. Und um das vielleicht mal so ein bisschen zu illustrieren, warum das so ist, wir hatten ja schon diesen Aspekt reingebracht, dass wir als Mensch ja letztlich dann in Feindschaft halt zu Gott stehen. Und versetzt euch einfach mal in die Lage, wenn ihr jetzt einen Feind habt und dieser Feind will euch ein Geschenk geben. Also was muss derjenige tun, damit ihr bereit seid, das Geschenk auch anzunehmen? Dem Vertrauen, dass das auch richtig meinst. Ja, Vertrauen gewinnen. Letztlich Vertrauen gewinnen, genau, ja. Und wenn man das jetzt vergleicht mit jemandem, wenn jetzt euer bester Freund zu euch kommt und schenkt euch was, wo da ist eben genau dieses Vertrauen ja da, das Geschenk nimmt man einfach an und fertig ist. Also dieses fehlende Vertrauen einem Feind gegenüber ist eben der Haken an der Geschichte. Und da wir ja eben alle zu Gott in Feindschaft standen und stehen, ist eben genau dieser Aspekt notwendig, dass Gott halt einfach mehr sozusagen in Vorleistung gehen muss, damit wir halt überhaupt bereit sind, ja letztlich unsere Gedanken über ihn zu verändern. Also wenn Gott jetzt einfach nur sagt, hey, pass mal auf, ich gebe dir Vergebung und Gnade ist einfach so frei, dann würden wir ja trotzdem immer noch sagen, hey, Moment mal, dieses Vertrauen ist halt einfach nicht da. Wir haben ja gesehen, du hast damals im Garten gelogen, das wissen wir ja jetzt. Ne? Also wir sind nicht gestorben. Und deswegen muss Gott halt eben irgendwo etwas tun, was aus unserer Sicht eigentlich nicht, ja, kann man das am besten ausdrücken. Unser Denken über Gott ist, wir misstrauen ihn. Und wir müssen letzten Endes Zweifel in unseren Gedanken bekommen, zu sagen, hey, vielleicht ist mein Bild über Gott da ja doch verkehrt. Und das hat Gott halt eben letztlich dadurch auch gemacht, dass er eben bereit war, diesen Preis, den wir eigentlich denken, der halt eben auch der für die Sünde halt eben zu zahlen ist, dass er eben halt eben selber auf sich genommen hat. Also Christus ist halt eben für uns gestorben. Und letztlich ist das halt einfach dazu da, halt diesen Zweifel in uns zu wecken. Hey, Moment mal, vielleicht ist dieser Gott ja doch anders, als dass wir halt entsprechend über ihn denken, um da halt eben diese Vertrauensbasis dann aufzubauen. Aber aus diesem Aspekt ist es einfach erstmal grundsätzlich notwendig, dass dort eben diese Mehrleistung auf Gottes Seite gebracht wird, obwohl sie vielleicht eigentlich gar nicht notwendig wäre, zumindest aus Gottes Sicht. Darf ich eine Frage stellen? Ja. Du hattest gesagt, unser Feind. Mhm. Aber ein Feind, ist ein Feind nicht jemand, der uns etwas Böses tut? Oder der uns nicht wohlgesonnen ist? Ist das die Definition von Feind? Schauen wir mal in die Runde. Meines? Ja. Das menschliche Herz ist Feindschaft gegen Gott. Mhm. Nicht Gott ist unser Feind, aber... Wir dachten, dass er unser Feind ist. Genau. Also ein Feind muss jetzt nicht unbedingt jemand sein, der halt eine negative Intention mir gegenüber hat,
sondern es reicht aus, jemanden als Feind zu sehen, wenn ich halt selber über denjenigen denke, der ist mir feindlich gesinnt, der will mir was Böses. Also der muss nicht unbedingt was Böses mit mir vorhaben, von sich aus, aber wenn ich über ihn so denke, reicht es ja aus, dass ich ihn als Feind sehe. Und das ist, denke ich, auch einfach die Situation, die wir halt einfach mit Gott halt haben. Er war uns nicht feindlich gegenüber gesinnt, aber wir haben gedacht und denken eigentlich auch immer noch, dass er uns feindlich gegenüber gesinnt ist. Natürlich jetzt wir immer weniger, klar, weil natürlich die Beziehung mit Gott da ist und das Vertrauen im Laufe der Zeit halt einfach wächst. Aber diese Grundhaltung, das kriegen wir ja auch immer noch mit, jeder von uns sündigt, mal hier, mal da, mal öfter, mal weniger. Und das ist ja letztlich auch ein Ausdruck, dass diese innere Feindschaft Gott gegenüber immer noch da ist, dass wir dieses Problem halt eben irgendwo noch haben und angehen müssen. Natürlich halt eben entsprechend dieser Wachstumsprozess, der da einfach auch hintersteckt. Eben, weil Vertrauen ist eben nicht von jetzt auf gleich einfach da. Wie in jeder Beziehung muss das halt einfach auch mit Gott natürlich wachsen. Im Prinzip ist das halt eben kein On-Off-Schalter, sondern eben ein Lernprozess, um, ich sag mal, von diesem Zustand A halt eben langsam zu diesem Zustand B hinzuwachsen. Und die Bibel drückt das ja auch entsprechend so aus, dass dieses Reifen zur Vollkommenheit eben ein Wachstumsprozess dann auch ist. Ich habe in dem Zusammenhang auch einen Textabschnitt gefunden in der Bibel, den fand ich ganz interessant, weil er diesen Prozess, diese einzelnen Schritte hin zu Gott beinhaltet, inklusive dessen, dass diese Opfergeschichten aus Gottes Sicht halt einfach gar nicht gewünscht oder gewollt halt auch waren. Und das ist der Psalm 40. Ich werde den einfach mal aufschlagen. Verse 1 bis 8. Psalm 40, Verse 1 bis 8, wobei ich jetzt nicht weiß, ich glaube, in der deutschen ist die Nummerierung, glaube ich, etwas anders als im Englischen. Da müssen wir dann mal gleich mal eben gucken, dass das jetzt genau passt. Beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt. Ja, genau, ab da. Beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt. Da neigte er sich zu mir und er hörte mein Schreien. Okay, stopp mal gerade. Dieser erste Teil, beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt. Das ist ja auch so ein bisschen noch dieser Zustand, den man hat, okay, man will Gott jetzt kennenlernen, aber man muss erstmal wirklich anfangen, Bibel studieren, lernen, gucken, okay, wie hängt das alles zusammen? Also das ist so wirklich Teil 1, Gott kennenzulernen auch. Und das ist auch so dieser Moment, wo Gott dann eben, oh, da wird Gott hellhörig. Er öffnet sein Ohr und er hört mein Schreien. Das heißt also, da fängt diese Beziehung an, aufzublühen. Lies mal den nächsten Vers bitte. Er zog mich aus der Grube des Verderbens, aus dem schmutzigen Schlamm und stellte meine Füße auf einen Fels. Genau, ja. Das Witzige an dieser Stelle, finde ich, ist, dass wir denken ja ganz häufig, hey, ich habe jetzt meine Schritte auch Gott zugetan und jetzt werde ich da halt auch besser werden. Aber der Psalm macht es hier ganz deutlich, dass eigentlich Gott derjenige ist, in dem Moment, der dann anfängt, mich aus diesem ganzen Dreck nicht rauszuziehen und dann eben in diesem letzten Schritt wirklich auf einen Fels zu stellen. Und ich denke, das Bild kennen wir ja alle, Christus der Fels, dass man eben auf ihn dann wirklich gegründet. Dann bitte weiter. Er machte meine Schritte fest und gab mir ein neues Lied in meinen Mund, ein Lob für unseren Gott. Das werden viele sehen und sich fürchten und werden auf den Herrn vertrauen. Dankeschön. Ja, wie ist das denn dann, wenn man auf Jesus gegründet ist? Was verändert sich denn im eigenen Leben dann? Eigentlich die Wiedergeburt soll wieder dann kommen. Genau. Und wie verhält man sich denn dann im Vergleich zu vorher? Ist man genau gleich? Na, was man anderen? Vorher gehasst hat, das liebt man. Und was man vorher geliebt hat, das hasst man so. Sollte das sein, Theorie. Hat man denn auch vorher schon jemand anderem über Gott erzählt? Hat man natürlich nicht. Ne? Also was dieser Vers halt auch sagt, ein neues Lied in meinem Mund. Ja, man fängt vor allem an, sich selbst zu beobachten, was man vorher nicht getan hat. Also das Verhalten ist ja noch nicht gleich geändert. Also da man funktioniert noch ganz schön lange im alten Muster, aber man fängt plötzlich an, es wahrzunehmen. Genau.
genau, richtig, ja. Und eben auch hier wirklich dieses, dieser, ich sage jetzt mal, Missionseifer, der irgendwo kommt, man fängt anderen an, von Gott zu erzählen. Also ein anderes Lied in meinem Mund, das Lob für Gott ist plötzlich da. Es werden viele sehen und den Herrn fürchten und vertrauen. Also eben durch das Wort, was man dann anfängt, also auch selber zu verteilen, erfahren auch wieder andere entsprechend davon. Wohl dem, der sein Vertrauen auf den Herrn setzt und sich nicht zu den Aufgeblasenen wendet und zu den abtrünnigen Lügnern. Ja, danke. Wenn man das jetzt auch parallel sieht zu dem Weg, den man in der Gemeinde geht und wächst und auch in der Beziehung mit Gott, was ist diese Warnung, die hier in diesem Vers enthalten ist? Nicht wieder auf die anderen, auf den alten Weg zurückzugehen. Genau, ja. Mit dem Rudel nicht zu schwimmen, ja. Oder zu laufen. Genau, und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich sag mal, in meinem christlichen Weg, und ich denke, glaube ich, im Weg von den allermeisten wird das auch so gewesen sein, dass diese Verführungen dann einfach wieder in das Alte zurückzufallen, auch da gerade in dieser Phase dann einfach auch wirklich kommen. Also auch hier wirklich auch irgendwo sicherlich auch eine gewisse Warnung, Menschen, die halt sich irgendwo an die Front halt stellen, einfach nicht drauf zu achten, nicht drauf zu gucken. Und wie viele machen das? Also im christlichen Weg, wo ich das selbst heute auch viel erlebt, dass man einfach da, wo man jetzt auch von Menschen gehört hat, die einem die Botschaft gebracht haben, auch mal ganz schnell dann einfach ungefragt halt auch hinterherläuft, auch mitläuft. Ne? Und das sollte man natürlich einfach auch nicht machen. Also auch hier wieder in diesem Weg einfach dann diese Warnung als nächstes einfach mit drin. Herr, mein Gott, wie zahlreich sind die Wunder, die du getan hast und deine Pläne, die du für uns gemacht hast. Dir ist nichts gleich. Wollte ich sie verkündigen und davon reden, es sind zu viele, um sie aufzuzählen. Danke. Ja, hier ist dann jetzt auch ein bisschen mehr dieser Ausdruck eben, dass man den Weg mit Gott halt auch gegangen ist und einfach dann irgendwo wirklich Gott kennengelernt hat, immer mehr und immer mehr. Also das Herz fängt irgendwo an, auch dann wirklich überzufließen und ja, einfach immer mehr von ihm einfach auch wieder dann letztlich den Leuten auch erkennen oder preisgibt und immer mehr erzählt. Und dann kommt der Aspekt, wo das Ganze sich verbindet zu dem Text, den wir jetzt angefangen hatten. Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, Ohren aber hast du mir bereitet. Handopfer und Sündopfer hast du nicht verlangt. Schön, ja. Also dieser Wachstumsprozess mit Gott hat dann einfach schon eine gewisse Zeit jetzt gedauert. Und dann kommt diese Information, diese Erkenntnis, Opfer und Gaben hast du nicht begehrt, Sündopfer und Handopfer hast du nicht verlangt. Also das ist tatsächlich auch einfach ein Teil des christlichen Weges, dass man diese Erkenntnis eben irgendwo dann auch gewinnt. Das gehört mit dazu. Okay, und zum Abschluss. Da sprach ich, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, deinen Willen zu tun, mein Gott, begehre ich, und dein Gesetz ist in meinem Herzen. Dankeschön. Was ich denke, hier einfach auch so ein bisschen ausdrückt, finde ich es so, dass man diese Erlösungsgewissheit dann auch immer mehr und immer mehr hat. Also in der Buchrolle ist von mir geschrieben. Das heißt also, ich weiß, mein Name ist im Buch des Lebens halt auch einfach mit drin. Und diesen Willen Gottes zu tun, eben dein Gesetz ist in meinem Herzen geschrieben, das ist ja dann wirklich der Abschluss des ganzen Erlösungswerkes. Und ja, ich finde da ganz spannend, dass wir da so diesen Ablauf des Christi Weges einfach hier im Psalm 40 auch irgendwo mit drin haben. Den Titel des Vortrags hatte ich jetzt ja heute gar nicht genannt, den habt ihr ja nur gestern einmal noch kurz gehört. Der hat ein paar gefragt, und zwar ist der Titel der Andacht von der Erlösung zu den 144.000. Jetzt nur mal kurz hier eingeworfen, weil wir jetzt einen kleinen Sprung machen. Wir kennen ja aus der Offenbarung 3 die Beschreibung der letzten Gemeinde, also Laodicea. Vielleicht könnt ihr einfach noch mal kurz zusammenfassen oder Stichpunkte geben, was so der Zustand von Laodicea ist. Lau. Lau, genau.
Was noch? Ich glaube, dass sie reich ist. Nackt. Genau, also denken, dass sie alles haben, aber sind eigentlich, wie der Bibeltext das dann sagt, arm, blind und bloß. Was denkt ihr, ist das jetzt vom Zustand her, wenn man jetzt so in diesen beiden Gruppen hatten, A und B, wo befindet sich Laodicea? In der Mitte. Bitte? In der Mitte. In der Mitte? Okay. Ja. Ist es mehr so Richtung A, wo man noch denkt, Opfer sind notwendig, oder ist es mehr Richtung B, Opfer sind nicht notwendig? Richtig, A. Eigentlich eher eindeutig A, oder? Ja. Das Spannende an der Stelle, dass halt Laodicea, finde ich, da auch nochmal explizit erwähnt wird. Und zwar unter dieser Frage des Geheimnisses Gottes. Diese Weisheit Gottes im Geheimnis, wie man das halt auch wirklich kennenlernt. Gibt es einen Bibeltext, der das Ganze verknüpft? Da müssen wir jetzt noch gucken, welche Übersetzung wir da lesen. Und zwar ist das Kolosser 2, die Verse 1 bis 3. Kolosser 2, 1 bis 3. Weil nicht in allen Übersetzungen steht der Text so drin, wie er sein sollte. Ich lasse euch aber wissen, welchen einen Kampf ich habe für euch und für die zu Laodicea und alle, die meine Person im Fleisch nicht gesehen haben, auf dass ihre Herzen gestärkt und zusammengefügt werden, in der Liebe und zu allem Reichtum des vollen Verständnisses zu erkennen, das Geheimnis Gottes, das Christus ist, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Hat da jemand eine andere Übersetzung? In Vers 2, damit ihre Herzen gestärkt und zusammengefügt werden in der Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit und Verständnis, zu erkennen das Geheimnis Gottes, das Christus ist. Interessant ist bei mir, ja, dass da steht sogar Geheimnis Gottes des Vaters. Vaters und Vaters. Des Vaters und des Christus. Ja. Also an dieser Stelle haben wir zwei die üblichen Probleme mit den Bibeltexten, also Textus Receptus und die Nestle-Aland-Geschichte. Der ursprüngliche Text ist halt eben wirklich zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus. Und finde ich eben aus unserer Perspektive halt eben interessant, weil hier eben verschiedene Sachen dann noch zusammenkommen. Einmal eben diese Beziehung Vater-Sohn. Vater und Christus, dass das eben mit dem Geheimnis Gottes zusammenhängt, aber eben auch mit Laodicea. Also ein spannender Schlüsseltext eben für diese Frage, was muss wirklich in Gottes Gemeinde halt einfach geschehen. Ja, und dass halt eben wirklich diese Geheimnisse das Geheimnis Gottes, diese Weisheit einfach eben auch in dieser Beziehung Vater, Sohn einfach auch mit drin liegen, aber ich meine, das kennen wir ja, da haben wir ja schon genügend Vorträge einfach irgendwo gehabt. Aber dass es hier wirklich so explizit in einem Text zusammengefügt ist, wie das einfach auch mit dabei einfach drin hängt. Schon sehr spannend. Aber sicherlich auch ein Hinweis, eine Hilfe, eben wie man von diesem Punkt A zu diesem Punkt B halt einfach hinkommt. Es gibt noch einen weiteren Text, der einfach auch so ein bisschen diesen Ausdruck oder das ein bisschen ausdrückt, was Gottes Absicht einfach da ist. Und zwar ist das in 2. Korinther 5, Verse 18 bis 19. Und wenn den einer hat, bitte auch einmal lesen. 2. Korinther 5, 18 bis 19. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat
durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Mhm. Dankeschön. Ja, was sagt dieser Text letztlich über den Charakter Gottes, über diese Gnade und Gerechtigkeit, die Gott hat? Da steht einmal, dass er uns die Sünden nicht anrechnet. Wir haben das immer so gedacht, dass, weil er ja eine Zahlung dafür durch das Blut seines Sohnes hat. Aber das steht da ja nicht. Er rechnet uns einfach nicht. Ja. Sünde die Welt mit sich selber. Genau. In Christus. Mhm. Interessant ist vielleicht nochmal ein Gedanke, ist mir gerade so durch den Kopf gegangen. Im Menschlichen gesehen, wenn wir jetzt einen Vater von Vater und einem Sohn ausgehen und der Sohn gibt sich dahin, weil sich nicht irgendwo Streit ist. Da ist es oftmals so, dass der Vater ja dann auch nochmal zusätzlich sauer ist. Der ist ja gar nicht versöhnt, aber unser himmlischer Vater, der hat uns so lieb. Und der ist eigentlich nur traurig darüber, der ist ja nicht böse. Mhm. Und dieser Text hier, dass er uns die Sünden nicht anrechnet, passt doch auch zu 1. Korinther 13, also wo über die Liebe geschrieben steht, sie macht keinen, also sie rechnet, also die rechnet auch das Böse nicht zu, sie macht keinen Report von dem Bösen oder sammelt es nicht auf. Mhm. Dann steht, er rechnet, no nicht, record. Er rechnet ihre Fehlschritte nicht mehr an. Nicht mehr, ja. Das ist schon eine tendenziöse Übersetzung. Wobei, diese Variante habe ich jetzt so auch noch nicht. Müsste man vom Urtext mal reinschauen. Ich weiß nicht, Ruben, hast du eine Möglichkeit? Das ist eine katholische Bibel. Das ist eine katholische Bibel. Naja, das hat damit zu tun. Würde mich jetzt mal interessieren, ob wir an dieser Stelle korrekt die Bibel übersetzt haben oder ob diese katholische Variante da richtig ist, dass er nicht mehr anrechnet. Weißt du, Ruben, hast du da gerade direkt eine Möglichkeit, einmal in den Urtext reinzuschauen? Ich schaue mir das gerade an. Kannst du bitte nochmal die Stelle sagen? Ja, das ist 2. Korinther 5, 18 bis 19. Und dann dieser Mittelteil, in dem er ihnen ihre Sünden nicht zurechnete. Oder eben alternativ, in dem er ihnen ihre Sünden nicht mehr zurechnete. Also wo es gedanklich eben diesen Unterschied gibt zwischen vorher hat er das getan und ab da nicht mehr. Solange ihr noch sucht, dann will ich noch mal kurz 1. Korinther 13 über die Agape-Liebe. Da steht auch, die Liebe ist langmütig und so weiter, sie ist nicht unanständig. Im Vers 5, ja, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt ihn nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Das ist also im Prinzip genau die gleiche Aussage. Der Vers 19 spricht nur von dem negativen Artikel. Es hat keine Verbindung zu Zeit. Mhm. Also entweder es rechnet zu oder in diesem Falle rechnet nicht zu. Mhm. Okay, danke schön. Ja. War ich jetzt auch von ausgegangen, aber war auf jeden Fall sinnvoll, noch mal eben kurz zu schauen, dass das auch wirklich klar ist. Ja. Genau. Also ist schon spannend. Auch diesen Vers, den habe ich ja auch in der Vergangenheit, keine Ahnung wie oft gelesen, aber trotzdem hat mich das nie dazu gebracht, dieses Verständnis von, es war halt einfach notwendig, dass ein Opfer da ist, irgendwie wegzubringen oder auf den Gedanken zu bringen, dass ich das irgendwie in Frage stellen müsste. Natürlich ist es schon so, dass meine Sicht auch immer noch ist, weil halt eben alle Menschen einfach auf diesem Zustand sind und waren, dass das Opfer Jesu einfach notwendig war, um es aus diesem falschen Verständnis einfach rauszubringen. Aber eben auch über das Studium in den letzten Jahren einfach zu diesem Punkt gekommen bin, dass man halt einfach
Es gibt ja auch diesen Aspekt, dass Jesus ja irgendwann seinen himmlischen Mittlerdienst aufhören muss oder aufhören wird. Also es wird keinen Dienst mehr geben, wo halt einfach Sünde hinweggenommen werden kann, wird durch dieses Opfer, was er da tut, oder durch diesen Dienst, den er da tut, sagen wir es mal so. Und das muss ja irgendwo irgendeinen Grund auch haben, warum das dann plötzlich nicht mehr notwendig ist, weil wenn es tatsächlich einfach notwendig ist für jede einzelne Sünde, dass ein Opfer geschieht, das mit halt eben diese Vergebung, das ist ja undenkbar. Wie soll es dann jemals halt zu einem Punkt halt kommen, dass man ja praktisch halt eben einfach nur noch in Frieden mit Gott leben kann, ohne dass irgendwie ein Opfer in irgendeiner Form notwendig ist. Und wir haben ja auch in der Bibel Aussagen darüber, dass es halt auch Sünden zum Tod gibt und Sünden nicht zum Tod gibt. Wenn ich das jetzt mal so ein bisschen parallel ziehe auf die Engel, da haben wir auch bei Ellen White einige Texte, die das sagen, dass Engel, das ist ja auch wieder eine gewisse Menge an Engeln, die auf Satans Seite gestanden haben, Vergebung bekommen haben und wieder zurück in Gottes Engel gekommen sind. Aber Entschuldigung, wir verstehen euch im Moment ganz schlecht, ihr seid ganz leise irgendwie geworden. Okay. Hat sich irgendwas geändert am Setup? Bis wohin habt ihr denn noch? Jetzt geht wieder. Jetzt ist es wieder ein bisschen besser, ja. Vielleicht. Ja, versuche ich noch mal ein bisschen lauter zu sprechen. Okay. Herr Dietmar, ich denke, das war meine Schuld. Ich hatte mein Mikrofon noch an und ich habe es gerade, wo ich ausgestellt hatte, gesagt, oh, da ist es viel besser. Okay, danke. Alles klar. Okay. So. Wie gesagt, dieses Beispiel, was wir bei Ellen White noch finden mit den Engeln, die halt einfach schon auf Satans Seite waren, aber halt eben trotzdem sich noch wieder entschieden konnten, zurückzugehen auf Gottes Seite. Da gab es ja niemals einen Opferdienst für. Es ist also möglich, dass man offensichtlich auch in zu einem gewissen Grad eben von Gott sozusagen abfallen kann, also Sünde ohne den Tod, und dann wieder zurückkehren kann, weil man halt eben dieses falsche Verständnis, was wir halt haben, dass ein Opfer unbedingt notwendig ist, halt einfach noch nicht entwickelt hat. Ja. Also Sünde eben nicht zum Tod. Und den letzten Schritt zum Titel von der Erlösung zu den 144.000, den lasse ich euch jetzt selber machen. Wie könnte das denn jetzt zusammenhängen? Wir haben eine Idee. Naja, die 144.000 haben den Namen des Vaters auf der Stirn geschrieben. Das heißt, der Charakter des Vaters. Das heißt, sie müssen den Charakter des Vaters vollständig erkannt haben, damit er auf ihre Stirn oder in ihr Bewusstsein hineingeschrieben werden kann. Deswegen müssen sie diesen Punkt auch verstehen und verstanden haben. Können ja nur in das Bild verwandelt werden, was wir anschauen, und wir können keinen vollkommenen Charakter entwickeln, wenn wir ein unvollkommenes Bild anschauen. Genau. Ist es nicht sogar so, dass wir dann irgendwie unbewusst denken, wenn einer sich an mir versündigt hat, dass er mir auch irgendwas gut machen muss oder so? Dieses Prinzip, dass man für Sünde irgendwas geben muss, wird ja uns dann auch irgendwie zu eigen. Vielleicht eher unbewusst, aber. Also ich möchte dazu sagen, du hattest ja den Psalm 40 genannt und in Vers 13, wenn man weiterliest, dann steht ja, denn Übel ohne Zahl haben mich umringt. Meine Verschuldungen haben mich ergriffen. Ich kann sie nicht überschauen, sie sind zahlreicher als die Haare meines Hauses. Ich glaube, daran liegt der Schlüssel, dass wir, wenn wir den Charakter des Vaters erkannt haben, nämlich unseren erkennen, wie übel wir sind oder wie übel ich bin. Das zum einen, das gehört natürlich grundsätzlich dazu, ja, ich denke auch dieser Aspekt, den Jutta gerade eingebracht hat, dass man zum einen natürlich halt auch diesen Charakter Gottes, also Christus offen zu machen, ist ja den Vater, insofern ist diese Beziehung halt einmal wichtig, dass man halt auch
eben weiß, der Vater ist genauso charakterlich wie Jesus selbst, aber halt eben auch, dass man im eigenen Leben das halt anwendet und halt eben auch mit anderen genauso umgeht, wie Gott halt mit uns umgeht. Und eben nicht mehr dieses Bildnis hat von, hey, der hat mir jetzt was Böses getan, jetzt muss er erstmal wieder was gut machen, damit er wieder auf Pari mit mir kommt. Ja. Also eben wirklich diese Herzensumwandlung, also dieser letzte Schritt in Vers 8, im Psalm 40, dass man halt eben auch dieses neue Herz dann einfach gewonnen hat. Ja. Das bringt uns doch eigentlich auch noch weiter in unserem Bündnisverständnis, denn solange ich das noch irgendwie glaube, bin ich ja noch mit dem Schritt im alten Bund. Das heißt, es holt mich noch tiefer, noch mehr in den Charakter Gottes hinein und zeigt mir, wie mein Herz eigentlich ist. Denn ich bin ja ganz zufrieden damit, wenn mir einer was Böses getan hat, muss er erstmal beweisen, dass ich ihm auch wieder vertrauen kann oder so. Er muss irgendwas gut machen. Das zeigt, es spiegelt dann wieder unser eigenes selbstgerechtes Herz wieder, von dem wir auch loswerden müssen. Aber auch das hast du wieder in beiden Aspekten, erstmal untereinander, aber auch zu Gott. Ja. In dieser Heilung mit der Beziehung zu Gott geschieht dann natürlich auch wieder die Heilung untereinander. Was ich auch so schön fand, weil du ja gesagt hast, dass es mit dem Sein, das hat mir so gut gefallen, dass es der Wachstumsprozess von uns eigentlich ist. Und wenn man so ab den Versen also ab 9 und so weiter, nicht bis zum Schluss, geht es eigentlich immer für den Weg so um Selbsterkenntnis. Also wenn er sagt, Herr, lass es dir gefallen, mich zu messen, er eilt mir zu Hilfe. Er muss mir ja nur dann zu Hilfe kommen, wenn ich nicht kann. Ja. Genau. Also du hast das ganz am Anfang im Psalm 40 einmal drin, dass Gott derjenige ist, der mich aus dem Schlamm halt zieht. Ah, genau, ja. Aber dann halt in diesen Versen, die dann noch weiter sind, genau, ist dieser Aspekt halt einfach dann im Detail. Wird immer deutlicher. Es sollen sich alle schämen und Scham urteilen. Aber ist denn das Kreuz nicht auch für uns notwendig, dass wir verstehen, was wir mit Jesus machen? Ja, genau. Also tun wir ihm nicht Leid an? Ist er nicht der Gekreuzigte von Beginn an der Welt? Nicht, weil wir glauben, dass mehr Gerechtigkeit entsteht, dadurch, dass wir neue Opfer bringen, sondern dass es ein reeller Zustand ist, was wir mit Gott machen. Und deswegen kreuzigen. Weil die Konsequenz muss ja irgendwie jemand tragen. Ja, also die Sünde ist ja nicht weg, einfach. Also was man tut, ist ja geschehen. Und das ist die Frage, ist tatsächlich Sünde, gebiert der den Tod? Oder ist es nur eine Vorstellung von uns? Ich verstehe schon so, dass die Sünde den Tod gebiert. Also da haben wir natürlich schon einige Vorträge auch in dem Bereich gehört, bis wohin halt Gott sein Handeln halt hat und wo eben der Mensch sein Handeln hat. Also es ist ja nicht so, dass Gott Christus am Kreuz gebracht hat, sondern halt eben das Handeln des Menschen, da gibt es ja einige Vorträge auch drin. Insofern denke ich, ist dieser Aspekt jetzt, habe ich jetzt hier nicht so beleuchtet, aber es ist dieser Teil, wo eben jeder Mensch ist halt eben von diesem Punkt A. Also das heißt, wir haben Feindschaft mit Gott. Und deswegen ist es halt schon notwendig, dass Christus einfach diesen Schritt gegangen ist, um uns halt eben grundsätzlich zu ermöglichen, dass wir eben die Gnade und Vergebung annehmen können. Aber dann folgt halt eben im zweiten Teil dieser Wachstumsprozess, der dann eben irgendwann darin mündet, dass man erkennt, ey, dieser erste Schritt, dass er sich da für uns geopfert hat, ist erstmal vom Grundsatz her aus Gottes Sicht nicht notwendig. Der führt dann eben, denke ich, auch im Weiteren einfach dazu, dass man ja dann irgendwann so weit in der Beziehung mit Gott gefestigt ist, dass man halt eben, selbst wenn man dann was tut, was nicht im Sinne Gottes ist, dass man eben nicht zurückfällt mehr auf diesen Punkt, ach, jetzt muss Christus wieder gekreuzigt werden, sondern sagen kann, hey, Moment mal, ich kenne Gott, ich weiß, er vergibt mir und geht einfach zu ihm hin und bittet um Vergebung. Und dass das eben dieser letzte Heilungsschritt auch ist, hin zu den 144.000. Das ist
Ich habe das so nie geglaubt, dass jemand sterben muss nochmal extra. Praktisch. Mhm. Das war für mich vom natürlichen Verständnis her immer Quatsch. Aber ich habe auch nicht gedacht, dass ich mein Leid tragen muss, also dass ich schlecht bin, praktisch. Dass durch mein Tun praktisch jemand das tragen muss, das sagt ja die Schrift. Mhm. Gott sagt, du wirst gewisslich sterben, praktisch. Mhm. Und das sagt er ja nicht, weil wir das denken, dass wir dann, wenn wir gefallen sind, jemand oder sterben müssen, sondern er sagt, es gebiert tatsächlich den Tod. Also, unabhängig von dem, was ich mache. Ja, wenn ihr diesen Weg geht, werdet ihr sterben. Also das ist eine natürliche Sache. Und das Kreuz zeigt mir, dass jemand das tragen muss für mich. Das zeigt mir erstmal meinen Zustand, dass jemand leidet. Und ich dachte, ich bin okay. Ne? Mhm. Und das Kreuz zeigt mir, nein, ich leide, weil es dich, dein Zustand so ist. Mhm. Also, ich finde, dieser Aspekt ist auch wichtig, dass man den irgendwie im Vordergrund hält, dass wir nicht aus den Augen verlieren halt. Also für mich ist es wichtig, dass jemand halt leidet aufgrund des, was ich gemacht habe oder mache. Ja. Und kann ich gerade noch was sagen? Ja, mir ist gerade der Gedanke gekommen, das ist so ein wichtiger Aspekt, was Christoph sagt. Das zeigt mir aber nur noch mehr, warum leidet denn Christus, wenn ich sünde? Er leidet deshalb, weil er weiß, dass ich mich durch die Sünde selbst verletze und mich selber kaputt machen. Sein Leid ist ja wieder um meinetwillen. Und das gibt mir noch mehr einen Aspekt von Gottes Liebe zu mir. Und es hilft mir noch mehr, meine Sünde zu überwinden, weil ich will nicht mehr, dass er leidet. Vor allen Dingen, weil ich auch weiß, dass er nicht leidet, weil er beleidigt ist, sondern weil er weiß, genauso wenn mein Kind sich verletzt. Oder angenommen, du hast ein Kind, was vielleicht drogensüchtig ist und sich Heroin spritzt, dann wirst du jedes Mal leiden, wenn du siehst, was das Kind sich antut. Du leidest vielleicht noch mehr als das Kind, dem Kind ist es gar nicht bewusst, aber es zerstört dich. Und dies ist der Schmerz, den wir Christus zufügen, wenn wir sündigen. Das heißt, er leidet um unseretwillen. Ich glaube, das geht sogar noch weiter. Also er leidet nicht nur, weil er sieht, weil geliebte Geschöpfe leiden, sondern er muss es auch tragen. Wenn er nämlich das nicht ausgleichen würde für uns, dann würden wir sterben. Also er muss mehr reinstecken, mehr investieren in uns, damit er uns aufrechterhält. Und das ist auch das Kreuz für mich. Mhm. Das zeigt, wie er, da weiß ich nicht, wie weit es geht, ob er tatsächlich gekreuzigt ist, also dass er den Tod auf sich genommen hat. Weil die Sünde hat ja auch Konsequenzen. Ich glaube, der Adrian hat es mal irgendwo von einem Weiß auch vorgelesen, dass man für Gott beten muss, dass er das auch weiter trägt, noch, weil er kurz vor dem Zusammenbruch steht. Also das ist das Kreuz auch, weil er nicht mehr kann, weil er es nicht mehr tragen kann. Und es ist nicht nur Leid, dass er das mit angucken muss, sondern er trägt es tatsächlich. Das ist auch körperlich. Ja, er muss das aus, die Probleme aus. Gleichen, die hier vor ist. Genau. Wir hatten das vorhin auch in einem Text, jetzt weiß ich gerade nicht mehr, welcher das war. Ja. Darf ich kurz eine Gedanken? Ja. Mir fällt gerade eine Aussage von Ellen White ein dazu, wo sie sagt, jedes Mal, wenn wir sündigen, kreuzigen wir Christus erneut. Jedes Mal, wenn wir das tun, leidet er wieder mit uns. Es geht ja in diesem ganzen Prozess letzten Endes ja um die Heiligung, ja? Diesen Heiligungsprozess. Denn als der Engel die Geburt Jesu angekündigt hat, dann sagt er zu Josef, du wirst ihn Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Also dieser Prozess der Heiligung geht ja auch darum, dass Christus uns eben von der Sünde freimachen möchte. Also in diesem Zustand ist nicht mehr Sündigens verändern möchte, unseren Charakter, unser ganzes Wesen. Ne? Und in Psalm 77 lesen wir, Gott, dein Weg ist im Heiligtum. Also dieser Weg geht einfach ins Heiligtum. Und wenn wir an die Reinigung des Heiligtums denken, dann kann ja das Heiligtum erst dann gereinigt werden, wenn der Sündenfluss ins Heiligtum aufhört, oder? Wenn die 144.000 in diesem Charakter sind und verwandelt sind, dass die das Heiligtum nicht mehr beschmutzen, dann kann meines Erachtens nach, so verstehe ich das,
das Heiligtum gereinigt werden und der große Kampf beendet werden. Hm. Richtig, genau. Das ist der Aspekt in unserer Beziehung halt eben zu Gott. Also ich habe jetzt gerade den Text gerade nicht mehr gefunden, aber irgendwo war es vorhin mit drin, dass eben es ist bereitet für diejenigen, die Gott halt lieben. Und wenn ich halt Gott halt wirklich liebe, weil ich ihn erkannt habe, dann bedeutet das eben im Umkehrschluss auch, dass ich eben ihm kein Leid mehr antun will und dann eben entsprechend auch nicht mehr werde. Und das ist dann letztlich auch ja mit der Abschlussschritt zu diesen 144.000 halt auch entsprechend hin, genau. Ja. Dass ich selber diese Abscheu vor der Sünde bekomme, dass ich wirklich in meinem Herzen und in meinem ganzen Verstand die Entscheidung treffe, ich will das nicht mehr, ich will nicht mehr sündigen. Ich will Jesus nicht mehr kreuzigen, ich will ihm kein Leid zufügen, ja. Genau. Es ist halt eben auf dieser Basis, dass man eben Gottes Charakter wirklich erkannt hat und nicht so, wie es jetzt sehr allgemein auch im Christentum oder auch in der Adventgemeinde gelehrt wird, dass man halt eben einfach aufhört mit den bösen Taten. Das ist halt kein Automatismus, sondern es hängt wirklich damit zusammen, man hat zuerst den Charakter Gottes erkannt und daraus erwächst eben dann diese Liebe zu dieser Perfektion hin, dass man eben sich natürlich untereinander kein Leid mehr antut, aber eben auch Gott nicht mehr, beziehungsweise eben dieses Leid bei Christus nicht mehr auslöst, sodass eben dieser Heiligtumsdienst sein Ende halt findet. Genau. Sehr schön, ja. Alles klar. Dann haben wir meine Punkte soweit durch. Auf wie viel Uhr lässt du den Wecker stellen? Ich bin keine Stell mal deinen Wecker. Klar. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, ansonsten würde ich sagen, können wir das dann erstmal jetzt hier abschließen. Weitere Fragen? Ja, lass uns zum Schluss noch kurz beten, oder hattest du noch? Nein, okay. Ja, lieber Vater, wir danken dir, dass wir dich immer mehr kennenlernen dürfen und dass dieser Prozess einfach eben auch wichtig ist, in diesem Schritt das Werk auch abzuschließen. Wir wissen, was für eine verantwortungsvolle Aufgabe das ist, die du uns da einfach auch gibst, nicht nur für uns, sondern einfach auch nach außen hin. Bitten dich um deine Kraft und Stärke einfach, dass wir es selber halt auch umsetzen und leben können, aber eben auch für die Welt dann einfach auch zeigen können, ja, sodass viele Menschen einfach auch da bewegt werden können am Herzen und sich dir anschließen. Danke für deinen Segen und Schutz hier und weltweit auch jetzt in diesem Fest. Danke, dass wir da einfach auch ja, deine Nähe spüren und haben können. Danke dafür in Jesu Namen. Amen. Amen.